Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept, alles für den Cracker. Wir machen einen Dip, eine Frischkäsezubereitung mit Rucola, mit Frischkäse, mit Cashews, jetzt hätte ich fast Pinienkerne gesagt, mit Cashews natürlich und mit Zwiebeln. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wir beginnen mit den Cashewkernen. Das sind 75 Gramm, also eine halbe Dose. Die werden jetzt 7 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. Danach wieder umgefüllt, zurück in die Schüssel. Als nächstes kommt der Rucola hinein. Das heißt eine ganze Packung, also 500 Gramm Rucola. Und die lassen wir jetzt ebenfalls auf Stufe 10 zerkleinern, diese Salatblätter. Etwa 8 bis 10 Sekunden so, bis das Messer leer läuft. So, dann schauen wir mal. Ich denke, ja, ein bisschen muss man noch runterschieben, weil sich da so ein paar Blätter drin festgesetzt haben. Die Zwiebel kommt dazu und das Ganze wird auf Stufe 4 für 5 Sekunden zerkleinert. Also das ist jetzt gerade, was die Zwiebeln anbelangt, doch noch ja, sehr stückig. Ich glaube, ich lasse das einfach mal nochmal 5 Sekunden auf Stufe 4 laufen. So sieht es schon ein bisschen besser aus. Ich finde, das könnte man so als Dip auch nehmen. Frischkäse kommt rein. Das sind 400 Gramm, also 2 Packungen. Sowie die Cashew-Nüsse, die gemahlenen. Ich mache nur ein bisschen Salz dran, allerdings nicht zu viel, denn die Cashewnüsse sind ja auch schon gesalzen. Etwas Pfeffer noch hinzu. Und dann vermischen wir das Ganze 10 Sekunden auf Stufe 4. Ich hoffe mal, dass das reicht. Wenn nicht, können wir immer noch ein bisschen nachmischen. Das sieht doch lecker aus. Das sieht wirklich lecker aus. Ich mache das jetzt mal hier in so ein Schüsselchen, hol mir noch einen Cracker dazu und dann probieren wir das mal. Aber so von der Farbe her, von der Form, sieht lecker aus. Könnte auch so eine Bärlauchcreme sein, ne? Mit Rucola. Ist lecker. Ich bin gespannt. Bis gleich. Das sieht richtig, richtig lecker aus. Und bevor ich jetzt essen darf, muss ich erstmal Abbitte leisten. Ich habe zu Beginn dieses Videos für ein klein wenig Verwirrung gesorgt, denn ich hatte gesagt, dass wir 500 Gramm Rucola in der Packung haben. Das ist völliger Quatsch. In unserer waren jetzt 125 Gramm. Normal sind immer so 100 bis 125 Gramm Rucola da drin. Also nicht 500, das wäre ja ein immens großer Berg. Aber wir haben es richtig eingeblendet, deswegen ich entschuldige mich. Wie gesagt, sieht lecker aus und wir haben auch vor dem Foto heimlich schon gekostet. Ich mache das jetzt natürlich noch aus Traditionsgründen vor der Kamera. Nicht, weil ich es total geil finde und es mir super gut schmeckt, was ich euch jetzt schon sagen kann, sondern damit ihr das auch seht, dass man es genießen kann. Und ich werde das jetzt genießen, aber ohne Kamera. Dafür ist es zu gut. Alles Liebe, bis zum nächsten Video. Tschüss und guten Appetit. Haha, alles meins.